Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Morgen, Herr Bonner. Ja, im Gegensatz zu heute war letzten Samstag ja ein super Wetter und ich habe mich da am Nachmittag mit einer netten jungen Dame im Dreisam Ufer Café getroffen und wir haben zusammen einen prickelnden Eistee getrunken. Ja, prickelnd war nicht nur der Eistee, sondern auch unser Treffen. Ihr seht, dass die Hand immer näher kam. Und ich war so ziemlich aufgeregt, weil es ja nicht so alltäglich ist. Und mir ist dann was ganz Dummes passiert. Nämlich das Eistee-Glas ist mir aus der Hand gerutscht, die gesamte Siffe lief über den Tisch und ich dachte, einfach nur peinlich. Tja, wie rettet man so eine Situation? Ich habe dann nachgedacht und mir kam ziemlich schnell da eine geniale Idee, zumindest dachte ich, dass sie genial ist. Ich habe gesagt, wusstest du eigentlich, dass ich zaubern kann? Die hat mich natürlich ganz irritiert angeschaut und hat gesagt, ja was? Und ich so, ja, ich schaffe es, dass der Eistee aus dem Untersetzer von alleine wieder ins Glas zurückgeht. Es wird komplett, fast komplett, es wird fast komplett eingezogen und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist umdrehen, das den Eistee genießen zum Wohle. Ja, ist ein bisschen wachsig im Abgang, aber echt lecker. Vielen Dank. Was könnte denn eine Erklärung für den Effekt sein? Ja, also die Kerze verbraucht halt die Luft im Glas und dadurch entsteht Unterdruck und das Wasser wird nach oben gesogen. Okay, wo hast du denn die Erklärung her? Das habe ich mal irgendwo gesehen im Fernsehen bei Wissen macht A. Aha. Was wir jetzt machen, wir werden forschen. Das heißt nicht wir, sondern wir. Ihr werdet anhand des Forschungskreislaufs vorgehen, haben wir schon mal besprochen am Montag. Aber dadurch, dass es wärmer ist, dehnt sich's aus. Deswegen steigt das Wasser. Nee, das kann ja nicht sein, dass man dadurch, dass sich das schreibt, einfach CO2 mehr Volumen verbraucht als der Sauerstoff. Dadurch wird das Wasser ja nach unten gehen, nicht nach oben. Deswegen kann das nicht sein. Oder das Wachs kann CO2 aufnehmen. Mhm. Oder das Wasser. Oder der Dampf. Und dann probieren wir das aus. Hier. Dann brauchen wir erstmal jetzt ein Glas. Dann ein Butterbett. Ja, die Kerze brauchen wir wahrscheinlich aus der Dampf. Stimmt, das hat hier auch. Ja, wir brauchen alles. Wir brauchen Eiswürfel und wir essen, wir brauchen Eistee, brauchen wir noch und Wasser. Warte mal, warte mal. Warte mal. Es ist tatsächlich gesunken. Vielleicht markieren wir mal, hast du so einen Stift, wo man hier markieren kann? Das, ja, irgendwie nicht anders, oder? Ja. Oder das ist eigentlich jetzt, ich glaube, das ist besser abgelaufen. Ja, und das ist früher gestiegen. Echt, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ja, irgendwie doch, dass die Kerze noch gespannt hat. Ja, aber da ging die Reaktion. Ja, aber die Reaktion noch einiges langsamer. Ja. Da. Wie sah das Ende des Experiments aus? Also nach oben. Das heißt, man müsste rausfinden, wie man es wieder rauskriegt. Richtig. Könnte man durch Kerzentrüber halten. Probiert es mal so rum. Okay, gebe ich mal keine weiteren Hinweise. Probieren jetzt. Ihr habt noch 5 Minuten. Noch 5? Ja. Aber es ist dauert auf jeden Fall viel länger. Es dauert länger, es ist auch nicht mehr so stark. Ja. Also Zeit ist um.
bitte das Forschen unterbrechen und aufräumen. Und einen Platz. Also, ein großes Kompliment. Ihr habt echt toll geforscht. Ich glaube, ihr hättet noch eine Stunde lang weitermachen können. Vielleicht, ja, machen wir es beim nächsten Experiment, dass ich euch einfach eine Stunde oder sogar noch mehr Zeit gebe, weil da waren noch ganz viele Aspekte, die ich entdeckt habe, woran ihr geforscht habt. Also echt gutes, großes Kompliment an euch. Eine Forschergruppe, Manuel, Serafina und Valentin, die haben ein Ergebnis raus, das doch ziemlich verblüffend ist. Und das möchten sie euch mal vorstellen. Wir haben im Becherglas Eistee drin. In der Petrischale ist es nur ganz wenig. Und wir haben herausgefunden, wenn wir jetzt die Luft da drin erhitzen. Wie lange dann wir wach das? Langsam. Sieht man, das Glas geht aus dem Becherglas in die der Eistee geht aus dem Becherglas in die Petrischale. Und andersrum haben wir auch ausprobiert. Wenn wir jetzt die Luft im Becherglas kühlen, was der Valentin jetzt gerade machen wird. Ja, man sieht, dass es gleich langsam steigt wieder. Genau, sieht man, dass der Eistee geht wieder aus der Petrischale ins Glas rein. Ja, die Frage ist Zauberei oder Physik. Warum steigt das Wasser im Glas? Dann hatten wir die Hypothese, dass nur mit heiß und kalt geht's halt. Dann haben wir geplant, was wir alles für das Versuch brauchen. Also ein Glas, eine Petrischale, Eistee, Feuerzeug, Eis und Wasser. Das mit dem Wasser haben wir dann nicht mehr geschafft. Der Adrian tunkt das jetzt mal in heiß rein. Ganz rein tunken, fasst es hier oben an. Ganz rein bis zum Boden, es läuft nicht über. Jawohl. Wir beobachten mal, was passiert. Aha. Was hat es mit dem Experiment zu tun gerade? Leonard? Die Luft in den Weinmeierkolben dehnt sich eben aus und dadurch ist ein erhöhter Luftdruck in dem ganzen Schlauchsystem und dadurch wird der Kolben dann nach oben gepresst. Und der Motor läuft nur aufgrund von heiß und kalt. Pump es bitte mal ins Kalte rein. Wieder raus. Jetzt wieder